B2.3. Die Punkte SN sind Spitzen der Pyramiden ABCDSN mit der Grundfläche ABCD und den Höhen QNSN. Dabei liegen die Punkte QN auf der Strecke AM. Zeichnen Sie die Pyramide ABCDS2 sowie ihre Höhe Q2S2 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Dabei gilt, Winkel MAS2 sind 54 Grad. Zeigen Sie, dass für das Volumen V der Pyramide ABCDSN in Abhängigkeit von x gilt. Volumen ist gleich 100 minus 8,9x Kubikzentimeter. Und ein Teilergebnis haben wir auch schon dastehen. So, diese Aufgaben können manchmal verwirrend sein, deswegen einfach nochmal der Reihe nach durchlesen, was alles gegeben ist. Wir haben die Punkte SN sind Spitzen von Pyramiden ABCDSN und aus der vorherigen Aufgabe wissen wir, der Punkt S liegt auf der Strecke ME irgendwo. Und zusätzlich gibt es noch die Höhe QNSN und QN soll irgendwo auf AM liegen. Also nur rein Angaben, hier kann man noch nichts machen. Dann nächster Teil, zeichnen Sie die Pyramide ABCDS2, also irgendein ganz bestimmtes S2. Und Ihre Höhe QS in das Schrägbild zu 2.1 ein, dabei gilt Winkel MAS sind 54 Grad. Damit haben wir jetzt die erste richtige Angabe, mit der wir etwas rechnen können oder zeichnen können, nämlich Winkel MAS2 sind 54 Grad. Schauen wir uns an, wo liegt dieser Winkel? MAS2, also der muss irgendwo hier liegen, von M aus entgegen den Uhrzeigersinn über A nach S. Also legen wir das Geodreieck im Punkt A an und zeichnen dort diesen 54 Grad Winkel. Der sieht also ungefähr so aus, dann ist hier der Punkt S2 zu finden. So, da man die komplette Pyramide einzeichnen muss, verbinden wir auch noch die Punkte BCD mit Punkt S2. So, und zusätzlich brauchen wir noch die Höhe QNSN. Die Höhe liegt immer senkrecht zur Grundfläche. Wir können also eine Senkrechte von S2 einfach runter, bis wir auf die Strecke AM treffen und dort liegt der Q-Punkt Q2. So sieht also die Pyramide mit der Höhe Q2 S2 aus. Als nächstes heißt es noch, zeigen Sie, dass für das Volumen V der Pyramide ABCDSN in Abhängigkeit von x gilt. Vx ist gleich 100 minus 8,9x. So, wie berechnen wir jetzt das? Erste Schwierigkeit ist natürlich Abhängigkeit von x, also irgendwie spielt das wieder mit rein. Und was uns jetzt wieder hilft, hier ist noch ein Teilergebnis angegeben, nämlich die Strecke QNSN soll ja, diese Streckenlänge hier sein. Okay, wie fangen wir an? Wir nehmen erstmal die Volumenformel der Pyramide her, um zu schauen, welche Strecken brauchen wir überhaupt. Volumenformel der Pyramide ABCDSN ist gleich, in der Formelsammlung nachschauen, da heißt es 1/3 mal Grundfläche mal Höhe. Grundfläche dieser Pyramide ist das Viereck ABCD, das ist eine Raute, also brauchen wir noch mit der Formelsammlung gucken nach, wie ist die Flächenformel einer Raute und da finden wir 0,5 mal E mal F, wobei E und F nichts anderes sind als die Längen der Diagonalen, also AC mal BD. Und die Länge dieser Strecken sind bekannt, also 0,5 mal 10 mal 6 und das sind dann insgesamt 30 Quadratzentimeter. Als Höhe der Pyramide steht eigentlich schon ein Text drin und wir haben schon eingezeichnet, das ist nichts anderes als die Strecke Q2 S2. So, die müssen wir noch berechnen, die brauchen wir noch und da wird sich jetzt irgendwie die Abhängigkeit von x drin verstecken. So, hier haben wir Q2 S2. Wie komme ich jetzt drauf? Überlegen, in welchen Dreiecken liegt diese Strecke Q2 S2 drin, können wir irgendwo was berechnen. So, als erstes fällt mir auf dieses, dass hier ein rechter Winkel vorhanden ist bei Q. Sowohl nach links rüber als auch nach rechts rüber. Das gibt uns die Möglichkeit, in zwei Dreiecken zu rechnen. Erstes Dreieck könnte sein AQ2S2,
Was kennen wir aus diesem Dreieck? Wir wissen, der Winkel ist 54 Grad, das ist durch die Angabe gegeben. Aber wir kennen die AS2 nicht, wir kennen die AQ2 nicht. Q2, S2 soll berechnet werden. Hier oben den Winkel, der lässt sich noch über die Innenwinkelsumme berechnen. Ja, 180 Grad minus 90 Grad minus 54 Grad. Aber uns fehlt immer noch eine Streckenlänge. Gucken wir uns das andere Dreieck an, nämlich Q2MS2. Was ist hier bekannt? Auf den ersten Blick mal gar nichts, aber wenn man sich es genau betrachtet, wir kennen diesen Winkel hier. Warum? Wenn man sich nochmal die grüne Strecke hier anschaut, AM liegt parallel zu EN, damit ist der Winkel hier unten nichts anderes, also gleich groß wie der Winkel da oben, der 63,43, weil das sind Z-Winkel zueinander. Also ist der hier ebenfalls 63,43 Grad groß. Oder man könnte vielleicht auch anders argumentieren, im Dreieck AME, also das große Dreieck hier drin, hier unten bei A ist ein 90 Grad Winkel, weil AE steht senkrecht dazu. Den Winkel hier kann man über 90 Grad minus 63,43 Grad berechnen, also ist auch recht schnell berechnet. Und dann kann man natürlich den Winkel hier unten bei M recht leicht wieder über die Innenwinkelsumme berechnen. Und dann kommt man auch wieder auf 63,43. Also, der ist bekannt. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas. Und jetzt kommt natürlich die Abhängigkeit von X ins Spiel. Hier nochmal überlegen, was ist X eigentlich genau? Ja, welche Strecke? Und da haben wir in der vorherigen Aufgabe kennengelernt. X ist die Strecke ES. Also hier das Ding. Ja, mache ich es vielleicht mit einem anderen. Das da. Das entspricht unserem X. Und wenn wir jetzt überlegen, ja gut, die Strecke MS2 ist ja nichts anderes als die Strecke ME minus die Strecke ES2. ME haben wir allerdings in der Aufgabe 2.1 schon berechnet. Also können wir sagen, diese Strecke MS2 ist nichts anderes als ME minus, minus die Strecke X, ja, ES. Und damit kriegen wir auch die grüne Strecke raus und folglich können wir die Strecke Q2S2 tatsächlich in Abhängigkeit von X angeben. Okay, also wir brauchen für Q2S2 erstmal die Strecke MS2 und das war, wie wir gerade gesehen haben, nichts anderes als die Strecke ME minus die Strecke ES2. ME hatten wir, wie gesagt, in Aufgabe 2.1 schon berechnet. Das sind 11,18 und ES2 ist nichts anderes als die Länge der Strecke X. Steht in der Aufgabe 2.2 drin. So, den Winkel hier unten haben wir. Und jetzt überlegen wir, dieses Dreieck ist rechtwinklig. Welche Sätze funktionieren? Natürlich Sinus, Cosinus und Tangens. Und welche Strecken haben wir gegeben? Welches ist gesucht? Die grüne Strecke MS2 ist die Hypotenuse, weil sie gegenüber des rechten Winkels liegt. Was wir suchen ist die Gegenkathete, weil sie gegenüber von dem 63,43 Grad liegt. Also nachschauen, welcher Satz funktioniert mit Hypotenuse und Gegenkathete. Und das ist natürlich der Sinus. Also folgt daraus für Q2S2. Sinus des Winkels, wie hieß jetzt unten nochmal, EMA, ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Gegenkathete ist uns gesuchte Strecke Q2S2 und die Hypotenuse war die Strecke MS2. So, bekannte Größen einsetzen. Wir haben Sinus von 63,43 Grad, der Winkel ist bekannt. Q2S2 wollen wir berechnen, also bleibt er stehen. Und MS2 haben wir eine, wir haben hier gerade berechnet, sind 11,18. Minus X.
So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch nach Q2S2 auflösen. Achtung, wir dürfen hier keinen Solver mehr benutzen, weil wir sind zwei Unbekannte drin, nämlich Q2S2 und die X. Das heißt, hier müssen wir umformen, es hilft nichts anderes. Also, dieses 11,18 minus x muss weg. Dazu multiplizieren wir einfach mit diesem Term, also mit dem kompletten Nenner, also mal 11,18 minus x. Dadurch wandert der komplette Term auf die linke Seite rüber. Der heißt jetzt also 11,18 minus x, Achtung, Klammer nicht vergessen, mal Sinus 63,43 Grad ist gleich Q2 S2. So, Sinus 63,43 Grad können wir noch ausrechnen und dann noch entsprechend mit den Sachen hier drinnen multiplizieren. Also Sinus 63,43 sind ungefähr 0,89. Also steht in der nächsten Zeile da minus 11,18 mal 0,89 ist gleich Q2S2. So, jetzt noch multiplizieren. Das heißt, Summand oder Faktor neben der Klammer mal erster Summand plus Faktor neben der Klammer mal zweiter Summand. Daraus ergibt sich also 11,18 mal 0,89 sollten jetzt hier genau die 10 ergeben und minus x mal 0,89 sind eben minus 0,89x. So, das ist jetzt genau die Streckenlänge, die jetzt im Teilergebnis drin steht. Und jetzt müssen wir sie noch in die Volumenformel einsetzen, die wir ganz am Anfang aufgestellt haben. Hier haben wir stehen, ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Grundfläche waren 30 Quadratzentimeter und die Höhe war das, was wir gerade eben ausgerechnet haben. Also schreiben wir nochmal auf. Volumen A, B, C, D, S, N, ja, als Abhängigkeit von X, ist ein Drittel mal. Die Grundfläche war 30 mal, und jetzt das Ding, was wir hier ausgerechnet haben, die Q2S2, 10 minus 0,89x. Ein Drittel mal 30 sind 10, also 10 mal 10 minus 0,89x. Und das sind 100 minus 8,9x. Nicht Flächen, sondern Kubikzentimeter.